Ach so, läuft schon. Ja. Oh Gott, ja. Also, mein Name ist Saskia, ich bin 32 und ich bin Office- und Marketing-Managerin bei Grydix. Jetzt schon seit ein bisschen länger als 3 Jahren. Ich bin für die Internetkommunikation im Bereich Marketing zuständig. Das heißt, ich mache Newsletter für uns alle, ich mache die ganzen Team-Events. Und im Bereich Office-Management ist es einfach so, dass ich mich quasi ums Büro kümmere, um dass alles läuft, dass wir genug zu essen haben. In der Arbeit sagen sie immer, ich bin so ein bisschen die gute Seele des Hauses. Die Arbeit bei Grydix macht für mich besonders, dass ich mit allen gut klarkomme, dass es eine große Vertrauensgeschichte ist, dass du sehr selbstständig arbeiten kannst und dass es einfach eine Gemeinschaft ist. Also wir sagen ja alle irgendwie Grydix Family und es ist tatsächlich so. Und das ist, finde ich, einfach das Schönste. Also meine Superkraft ist meine gute Laune. So geht es nicht. Nein, cut, cut, aus. Bei Grydix denkst du sehr frei und losgelöst und du schaust, was passiert. Und natürlich hast du irgendwie ein Ziel und einen Weg im Kopf. Aber es ist so, dass du nicht an irgendwelchen alten Strukturen oder sowas hängst. Ja? Also du kannst dich frei entfalten und du kannst irgendwie noch was reißen. Wenn du eine Idee hast, dann kannst du die auch umsetzen, ohne dass jemand sagt, nein, das machen wir nicht. Sondern wir schauen es uns an und wenn es die Möglichkeit gibt, dann ziehen wir das auch durch. Ich bin alleinerziehende Mami, habe einen 2,5-jährigen Sohn. Darum muss ich natürlich eine gewisse Flexibilität auch irgendwie gegeben haben. Das schaffen wir ganz toll. Also Grydix unterstützt mich, egal was ist, wenn jetzt irgendwas wäre mit dem Kleinen. Ich koche unheimlich gerne, unheimlich viel und beziehe da auch meinen Sohn mit ein. Das ist einfach Hobby, Leidenschaft. Das macht mich irgendwie aus. Ich liebe es, fürs Team was Gutes zu machen, das Team irgendwie glücklich zu machen, sie zu überraschen. Mein Lieblingsevent war im Allgäu. Und zwar hatten wir unsere Team Week und wir waren da 5 Tage im Allgäu in einem Selbstversorgerhaus. Und da hatten wir einige Workshops und am letzten Tag, am Abend, saßen wir zusammen, haben gegrillt. Und Andi und David haben dann zu mir gesagt, wie happy sie waren, wie alles gut gelaufen ist und haben vor allen sich quasi bei mir bedankt. Da ist mir dann tatsächlich auch ein kleines Tränchen geflossen. Auf meinem Bildschirmschoner ist natürlich mein kleiner Sohn. Und deswegen, jeden Morgen, wenn ich meinen Computer aufmache, beziehungsweise meinen Laptop aufmache, dann sehe ich ihn als erstes und dann kann man schon gut in den Tag starten.